So, da sind wir wieder. Als ich hier gerade starten wollte, lief hier gerade jemand lang namens Selbstverständliche Sache. Das fand ich interessant. Die sprecht doch mal an. Selbstverständliche Sache. Dieser riesenhafte Mensch trägt einen ebenso riesenhaften roten Harnisch mit reichen Verzierungen. Er betrachtet dich vorsichtig, aber furchtlos, als du näher kommst. Sei gegrüßt. Eine dröhnende Stimme hallt aus seinem großen Helm. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin Selbstverständliche Sache. Leibwächter von Eifer, der vierten Friedensrichterin des Bezirks. Du musst mich entschuldigen, denn meine Pflichten sind an ihrer Seite. Leb wohl. Warte, ich habe ein paar Fragen. Er dreht sich einfach um und geht weg. Hat man mit dir schon mal gesprochen? Möglicherweise. Ach ja, stimmt, hier ist Eifer direkt daneben. Na gut, was haben wir hier? Du kannst nicht feststellen, was dieses seltsame Gerät sein könnte. Ich guck kurz mal. Sieht ein bisschen aus wie so ein Laufvogel hier. Auf dem Surfbrett. Umgekehrt. Aber gut, wer bin ich schon? Eifer läuft immer so ein bisschen am Eingang des Bezirks rum, kann das sein? Ich meine ja. Gut, wir wollen zum... Ist der Handelsbezirk? Warte mal. Ich glaube, es ist der Handelsbezirk, ja. Reisen. Kurz schauen. Hier ist die Gießerei. Wunderbar. Auf geht's. Erledigt. Genau. Doch, ist nicht erledigt, aber es wird bald erledigt sein, wie ich meine. Mal schauen, ob wir hier noch ein bisschen was schmieden können. Mir wurde mal der unglaubliche Tipp gegeben, den ich tatsächlich offenbar vorher nicht hinbekommen habe. Also, und den habe ich vorher nicht hinbekommen. Einfach mal versuchen, an einem leeren Behältnis zu schmieden. Alle anderen waren immer schon belegt oder also wahrscheinlich mit irgendwelcher Flüssigkeit oder mit irgendwelchen Leuten. Ich habe es aber scheinbar noch nie versucht, an einem leeren Behältnis. Das kriegen wir doch wohl hin, wir sind doch schon gut. Ein cleverer Unsterblicher. So, warte mal. Dieses hier zum Beispiel ist leer. Übrigens auch das einzige. Du gehst zur Schmiede hinauf, die Hitze ist unglaublich. Was tust du? Nun, ich arbeite in der Schmiede. Das Feuer gibt eine unglaubliche Hitze ab. Doch du bist gut geschützt und kommst mit heiler Haut davon. Möchtest du den Schmiedehammer schwingen? Das bildet sich jetzt wohl an, nicht wahr? Ja. Was möchtest du zuerst tun? Ich lege die Zange bereit. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann schlage ich auf den Amboss. Achso, das gesamte Konzept hier. Ich greife das Erz mit der Zange und halte es in die Flammen. Das halte ich für eine gute Idee. Von allem, was ich von Schmieden in Gothic gelernt habe, kann ich das wahrscheinlich anwenden. Das Erz wird schnell weich und ist bald weich genug, um es zu bearbeiten. Auf deinen Händen bildet sich Schweiß. Ich lege das glühende Erz auf den Schmiedeamboss und bringe es in Form. Was möchtest du tun? Etwas Kleines, Gefährliches, ein Stilett. Nein, ein Hammer, der mit beiden Händen geschwungen wird. Warum nicht? Oder eine Streitaxt. Komm, ich nehme eine Streitaxt. Eine Axt, das dauert allerdings eine Weile. Du hast dann zwar eine ganze Weile nichts zu lachen, aber wenigstens verbrennst du nicht. Willst du wirklich eine Axt schmieden? Ja, warum nicht? Noch einige Verzierungen dieser Axt würde auch des edelsten Kriegers würdig sein. Sie ist wirklich eine erste Sahne. Ich wusste schon immer, dass sich ein verborgenes Talent in mir schlummert. Und jetzt werde ich es Keldor zeigen und diese Waffe vielleicht gar ausprobieren. Ja, das ist natürlich eine super Idee. Das Lustige ist, ich habe gerade keine Ahnung mehr, wer eigentlich genau nochmal Keldor war, aber ich glaube, Keldor befand sich irgendwo hier in diesem Bereich. Ich glaube, es war einer dieser Weisen hier oder der Führer. Die sich... Ach, warte mal. Gar kein Übergang. Warst du nicht Keldor? Doch, du bist Keldor. Doch, wusste ich doch mal irgendwie, wer doch war. Hallo. Du hast Fragen zur Schmiede. Ich werde so viel wie möglich beantworten. Ich zeige Ihnen den geschmiedeten Gegenstand. Mein geschmiedeter Gegenstand ist fertig geschmiedet. Herr Schmiedemeister. Er nimmt den Gegenstand entgegen und prüft ihn sorgfältig. Das ist zweifelsohne eines der besten Stücke, die ich bisher von einem Prüfling gesehen habe. Du wirst es weit bringen, mein Freund. Bist du bereit für die nächste Prüfung? Ich hoffe doch. Nun, ich denke schon. Ich habe Erfahrung bekommen, wunderbar. Er fährt grimmig fort. Ein Mörder hat in der Gießerei zugeschlagen und ich verzichte auf die übliche Prüfung, damit du diesen Killer zur Strecke bringst. Er spricht mit der Aufseherin Alissa Thielt in der Hauptgießerei und nimmt das als Ausgangspunkt. Wenn du deine Ermittlungen abgeschlossen hast und einen Schuldigen nennen kannst, kommst du zu mir zurück. Ja, in Ordnung, kannst du mir noch Fragen dazu beantworten? Auf den neuesten Stand gebracht. Ich wollte mit dir über die Ermittlungen im Mordfall sprechen. Nun, hast du den Schuldigen für dieses Verbrechen ausfindig gemacht? Hast du Beweise? Nicht genug. Ich hätte noch ein paar Fragen vorher an dich. Und offenbar beantwortest du mir tatsächlich nichts zu diesem Fall. Dann gehen wir tatsächlich mal zu Alissa Thielt und sprechen mit ihr darüber. Eine Ermittlung. Die hatten wir schon eine Weile nicht mehr in einem Rollenspiel. Oh. Nun. Da hat jemand die Räder falsch bedient, würde ich sagen. In Ordnung, Leute, ihr habt genug gesehen. Irgendwas zurück an die Arbeit. Erledigt. War zu wenig rausgezoomt dafür.
Alissa. Alissa. Du schon wieder? Was willst du denn jetzt? Entschuldige meine Ungeduld, aber wir müssen unsere Termine einhalten. Im Auftrag Keldors untersuche ich den Mord, der hier begangen wurde. Was hast du mir darüber zu sagen? Du willst also wissen, was ich in der Mordnacht gesehen habe. Also gut, ich habe noch lange in die Nacht hineingearbeitet, Entschuldigung. Da hörte ich ein Schlurfen. Als ich hinausging, sah ich einen Schatten, der durch die Tür in die Versammlungshalle huschte, und dann habe ich Alarm geschlagen. Kannst du mir noch mehr Einzelheiten sagen? Ich kenne nur drei Leute, die dieser Nacht Zugang zu diesem Gebäude hatten. Ich muss mir einen Zettel nehmen. Ah, ein Zettel. Der Zettel ist nicht gut. Da stehen nämlich Shadowrun-Hausregeln drauf. Das muss nicht sein. Ich nehme also diesen Zettel, wo auch schon irgendwas draufsteht, aber ich kann da vielleicht irgendwas überschreiben. Thilden. Saros. Und Bedailin. Alle drei haben einen völlig unterschiedlichen Körperbau, aber im Dunst der Schmiedeöfen konnte ich nichts erkennen. Die drei sind also die einzigen Verdächtigen? Das scheint mir zu einfach. Ich habe ein Alibi, ganz zu schweigen davon, dass Keldor meine Aussage bestätigt hat. Ich habe nichts zu verbergen. Ganz im Gegensatz zu Thilden, Saros oder Bedailin, von denen keiner im Bann von Keldors Zauber stand. Was für ein Zauber? Wo kann ich eigentlich Thilden finden? Normalerweise hält er sich zwischen der Hauptschmiede und der Versuchskammer im hinteren Bereich auf. Wir dürfen es keine Schwierigkeiten haben, ihn zu finden. Okay, wo ist Saros? Er bleibt normalerweise in der Hauptversammlungshalle. Du kannst ihn gar nicht verfehlen. Und Bedailin. War ja so am Rand, nicht wahr? Sie kann in jedem der Gießereibereiche sein. Sie ist eine unserer Chefingenieure und hat deshalb dort das Sagen. Du wirst sie gleich erkennen. Okay, das sollte ich wohl. Ich habe übrigens ein paar Fragen. Noch mehr Fragen. Wie lauten sie? Nun, was geht hier vor sich? Nee, was ist denn? Ich muss in den bewachten Raum da hinten rein. Das war's schon zum Mord? Das war echt ein bisschen dürftig, aber okay. Ich würde dir sehr gerne helfen, aber nur die hohen Tiere können das erlauben. Du musst darüber mit Keldor reden. Gut, ich hätte noch ein paar andere Fragen eigentlich zum Mord, wenn das möglich ist. Offenbar nicht. Ja gut, dann gucken wir uns mal die Leiche erstmal an. Geht nicht. Warum sollte man bei der Mordaufklärung auch die Leiche anschauen können? Du bist doch Thilden, oder? Hallo. Der naheliegendste Mörder, aber wahrscheinlich nicht derjenige, der es getan hat. Eine Schande wegen des armen Schmieds Avildon. Wirklich. Trotzdem, das war keiner, der hart gearbeitet hat. Er war einfach nicht engagiert. So ist das im Laufe der Ebenen. Hör mir gut zu. Jeder Knochenbrecher bekommt, was er verdient. Ach ja, was kann der alte Thilden für dich tun? Ja, ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Du willst antworten? Was denn zum Beispiel? Was hast du in der Mordnacht gemacht? Was ich gemacht habe? Tja, ich hab in meinem Zimmer gesessen, bei einem schönen Laib Brot und einen Krug Wein. Gemütlich bei mir zu Hause, bin abends nicht groß rausgegangen. Seine Notwendigkeit nicht. Kennst du jemanden, der etwas anderes beschwören könnte? Nein, ich habe nie die Notwendigkeit gesehen, mich davon zu überzeugen. Wo du nachfragen kannst, wenn du wirklich nach Spuren suchst, dann bei Saros. Der kleine diebische Ritter geht doch überall hin. Wo doch sein Vater so ein hohes Tier ist. Der war immer auf neue Erfahrungen aus. Der Junge ist praktisch ein Sinnsate, wenn du mich fragst. Wollte wahrscheinlich mal jemanden umbringen, um zu sehen, ob er damit davonkommt. Saros? Was? Ich werde es mir merken. Jetzt wünsche ich noch ein paar andere Fragen. Aber im Prinzip haben wir nichts. Aber kannst du mir noch ein bisschen Erz geben? Danke. Arsch wieder an die Arbeit, lebt wohl. Ganz ehrlich, ich darf ihn ja gar nicht beschuldigen, weil er gibt mir immer kostenlos Erz. Das ist schon ziemlich geil. Kann ich nämlich. Ich habe jetzt gerade eine Axt geschmiedet, oder? Streitaxt der Qualität. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr schmieden, damit Geld machen. Ja. So, Arbeit in der Schmiede. Ich möchte einen Hammer schwingen, ganz genau. Ich greife das Erz mit der Zange und halte ins Schmiedefeuer, sinnvollerweise. Dann bringe ich es in Form, und zwar möchte ich etwas Kleines machen. Ein Stilett, einen kleinen Dolch mit dreikantiger Klinge, den man schnell und einfach schmieden kann. Das bedeutet, dass du dieses schmerzerfüllte Inferno sehr bald verlassen kannst. Willst du wirklich ein Stilett schmieden? Ja, das möchte ich. Aber das ist ja fast schon ein Meisterwerk. Dein Stilett ist nicht nur voll funktionstüchtig, sondern liegt auch ausgezeichnet in der Hand und sieht überaus furchterregend aus. Gute Arbeit. Dies wird mir für die nächsten Aufgaben gute Dienste leisten. Und nun raus aus diesen Flammen. Können wir jetzt bitte gehen? Dankeschön. Ich musste mich noch mit Saros und Bedailin sprechen. Und ja, ich muss diese Namen tatsächlich wieder ablesen, weil ich es mir einfach nicht merken kann. So, Bedailin ist... Das ist Rossa. Bedailin ist, glaube ich, da oben. War das nicht so? Oder war es letztlich, glaube ich, da oben? Erledigt. Jawohl, ja. So, gespeichert. Hallo. Direkt darunter war auch gleich Saros. Nun,
Erzähl mir bitte von dem Projekt. Ach nee, Quatsch. Erzähl mir was über den Mord. Tja, ich habe die Wächter gebeten, die Nacht draußen zu verbringen, da ich ein paar technisch diffizile Fragen des Projekts im Raum nebenan lösen musste. Und ich wollte, dass ihre psychischen Ausströmungen mir in dieser Arbeit fuschen. Ich war ziemlich schockiert, als ich beim Verlassen des Raums die Leiche fand. Da ich kein anderes Alibi habe, bin ich natürlich verdächtig. Und ich vermute, du hast bereits bemerkt, dass ich auf keinen Fall unter der Wirkung eines Zaubers aussagen will. Ich will nämlich nicht den Geheimhaltungseid brechen, den ich für das Projekt geschworen habe. Ich glaube, das werde ich mal mit Keldor besprechen. Und tu das ruhig. Er wird dir bestätigen, was ich gesagt habe. Er hat mir den Eid abgenommen und kennt daher seine Macht. Nun denn, Lilib wohl. Wie wäre es, wenn wir... In diesen Räumen ist wirklich nichts, oder? Warte mal. Einmal so. Konnte man hier nicht reingehen? Doch, hier. Vielleicht finden wir hier irgendein Beweismaterial. Jetzt irgendwie. Okay. Sieht mir ja nicht so aus. Können wir vielleicht nochmal nachgehen? Aber erst würde ich ganz gerne mit Saros sprechen. Wenn sich meine Gruppe mal entsprechend arrangiert hat. Entschuldigung. Könnten wir jetzt bitte einfach da runtergehen? Liebe Güte. Ja. Wir können nicht stundenlang zugucken, wie sich meine Gruppe neu ordnet. Eigentlich müsste der Namenlose müsste jetzt nach vorne. Meine Güte, das ist, glaube ich, das Problem, wenn man zu viele Leute hat in der Gruppe. Genau, und jetzt geh bitte nach vorne. Ich glaube, das Problem ist, dass der Namenlose immer an erster Stelle sein muss beim Betreten eines Bereichs. Kann das sein? Gut, dann würde ich gerne mal ein anderer Charakter auswählen. Ja, Formationen, mach mal hier so ein Folgending. Genau. Ist dein Ernst? Komm jetzt nicht mehr herunter? Vielleicht so ein Ding, eine Linie? Nein, einfach nur folgen. Oh Gott, ist das nervig. Das Problem hatte ich doch vorher nie gehabt. Hilfe! Okay, ganz ehrlich, wir laden das Ganze einfach nochmal. Laden. Das kann nicht euer Ernst sein. 318, 57, 818, ja, das müsste es sein. Nein, ist mit Sicherheit nicht. Spielladen, ja. 818, 823, 39. Das wohl eher mal. Vielleicht klappt es ja jetzt aus irgendeinem Grund. Ich bin weg. Oh Gott, nee. Hallo. Das ist nicht euer Ernst. Spielladen. 823, 39, dann halt 20. Ne, 43 gibt's auch noch. Was, 823, 43? Kleine Behausung. Achso, okay, ja. Gut. Ach, hier klappt's auch einmal. Ganz, ganz tadellos. Interessant. Dann sprechen wir erstmal mit dem anderen Typen hier unten. Saros. So, du schon wieder, was willst du? Ich möchte ein paar Fragen stellen. Und zwar, oh, warte mal, habe ich da nicht den Mord angesprochen bei der Dame damals? Oh Gott! Das kann natürlich sein, dass hier der Speicherstand zu früh gelegen war. Erledigt. In Ordnung. Einmal das. Die Leiche ist noch nicht hier. Ach Gott, ich habe mit Keldor habe ich noch gar nicht gesprochen. Ach Gott, das ist das Nervige, wenn man einfach einen Bug hat und nicht irgendwo hin kann. Dann muss man das Ganze einfach nochmal machen. Kein Problem. Noch mit Keldor sprechen. Ja, hier zeigt den Gegenstand. Fantastisch, ich denke schon. Und in Ordnung. Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Gut. Vielen Dank. Dann speichere ich das Ganze mal. Nach der Unterhaltung praktisch. Gehe jetzt hier rein. Hier kommt eine Sequenz, die ich nicht abbrechen kann. Na gut. Nicht dramatisch, so lang ist sie ja nicht. Es erstaunt, dass bei so vielen Wächtern keiner den Mord gesehen hat. Und wie immer in solchen Rollenspielen stellt sich natürlich die Frage, sind die drei Verdächtigen die einzigen drei
Leute, die wirklich in Frage kommen, oder ist letztendlich eine vierte Person wichtig? Alissa. Ja, der Mord, ganz genau. Kannst du mir Einzelheiten nennen? Ganz genau. Gut, das scheinen wir die einzigen drei zu sein. Okay, ich habe noch ein paar Fragen. Und das war's dann auch schon wieder. Okay. Vielen Dank. Ein neulicher Versuch, jetzt mit Leuten zu sprechen. Ich glaube aber, was ich jetzt machen werde, ist... Schon gut. Speichern. Einfach mal meinen Leuten hier befehlen, da zu bleiben. Erstmal, ich nehme nur dich mit. Erledigt. Naja, gut. Hat so halb geklappt. Und dann spreche ich dich nur mal an. Der Mord, ganz genau. Gleich mit Keldor besprechen, habe ich gesagt. Nun denn, leb wohl. Jetzt gehe ich einfach mal hier runter und hoffe, dass es funktioniert. Es funktioniert, sehr schön. Ich speichere nochmal. Schon gut. Und spreche jetzt mit Saros. Hoffe ich. Wenn er noch hier unten ist, der ist noch hier unten. Sehr schön. Hallo. So. Ich, also dieser arme Schmied, ich kann gar nicht glauben, was mit ihm geschehen ist. Ich habe gehört, du hättest womöglich gesehen, was ihm passiert ist. Oder hättest ein paar Anhaltspunkte. Oder es ist ganz schön übel, sich zwischen den Zahnrädern zu klemmen. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Ja, warum nicht? Erstmal das Erste. Gegenstand hinzugewonnen. Ach ja? Was denn? Wer hat es gesagt? Die Aufseherin? Sie hat recht. Ich komme nachts ab und zu hier vorbei, wenn niemand da ist. Er nickt verstohlen um sich. Dann zeigt er den Kopf in deine Richtung. Ich habe Thilden hier herausschleichen sehen. Dessen bin ich mir ganz sicher, weil er nämlich was fallen gelassen hat. Er bereichte eine Ahle, in deren Griff der Name Thilden eingraviert ist. Danke, ich komme bestimmt bald wieder, um mit dir zu reden. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Eine Ahle hatte ich. Kann ich die mal sehen? Ganz was Feines, Thildens Ahle. Das ist ein schön gefertigte Ahle, in deren hölzernen Griff der Name Thilden meisterlich eingebrannt ist. Ich glaube übrigens, eine Ahle diente dazu, um irgendwelche Löcher und zu stanzen oder halt Schmiedewerkzeug praktisch. Obwohl ich, glaube ich, eine Ahle ehrlich gesagt eher in Richtung eher für Gürtelmacher oder sowas im Kopf hatte, aber gut. Was weiß ich schon. Speichern. Thilden, genau. Eine Schande wegen des armen Schmieds, Avildorn, wirklich. Trotzdem, das war keiner, der hat... Achso, das hat man schon mal, genau. Ja, Saros. Du erinnerst dich doch an Saros, oder? Gab mir eine Ahle, die neben der Leiche gefunden wurde. Seltsamerweise ist dein Name in den Griff dieser Ahle eingraviert. Wie erklärst du ihr das? Hab mein Tagebuch auf den... Er sieht einen Moment lang durcheinander aus und sagt dann, Saros ist ein Dieb. Wahrscheinlich hat er es mir gestohlen. Tatsächlich habe ich die Ahle schon eine Weile vermisst. Ich habe es nie irgendjemandem gesagt, weil ich dachte, ich hätte sie verloren. Jetzt weiß ich, dass Saros sie gestohlen hat, um mich reinzulegen. Du solltest besser gehen und ihn greifen, bevor er dir eins grinst. Als er deinen Gesichtsausdruck sieht, fügt er hinzu, bevor er entkommt. Das hört sich ein wenig zu gut an. Ich werde dir danach fragen, sobald ich ein paar Antworten von dir bekommen habe. Du willst antworten? Was denn zum Beispiel? Was hast du in deinem Mordnacht denn genau gemacht? Was ich gemacht habe? Tja, das hat man glaube ich schon mal. Kennst du jemanden, der es beschwören könnte? Nein, könnte er nicht. Aber er bezieht sich wiederum Saros. In Ordnung. Übrigens, kannst du noch ein bisschen Erz geben? Ja, vielen Dank. Ja, melde dich wieder an der Arbeit. Leb wohl. Vielen Dank. Dann werden wir doch mal mit dem Saros nochmal sprechen. Aber vielleicht sprechen wir nochmal zwischendurch mit dem Keldon. Keldos. Keldor. Erledigt. Die beiden beschuldigen sich gegenseitig, was mein Verdacht wiederum auf die Dame da oben lenkt. Nee, nicht unbedingt, aber Saros. Er erschien mir als Sinnsater auch irgendwie relativ sinnvoll als Mörder, weil er wirklich mir vielleicht diese Erfahrung mal haben möchte. Thilden sagte, du hättest die Ahle am Tatort platziert, um ihn den Mord anzuhängen, weil ihr eine Auseinandersetzung hattet. Natürlich würde er es sagen, nur weil er Schuld hat und dich dazu bringen will, woanders zu suchen. Ich habe gesehen, wie er den Mann getötet hat. Natürlich waren wir uneins, aber das heißt nicht, dass ich ihm den Tod wünschen würde. Nur, dass er ein totaler Dussel ist, heißt noch lange nicht, dass er festgenommen werden sollte. Er sollte festgenommen werden, weil er Avildorn umgebracht hat. Sag ihm, er braucht Beweise. Ich werde es ihm ausrichten. Ich hätte aber noch ein paar Fragen an dich. Auf den neuesten Stand gebracht. Ich würde sagen, ich gehe nochmal zurück. Alle auswählen und sprechen mal Thilden. Das ist auch mal so eine Quest, wo man ständig zwischen Leuten hin und her läuft und sich Dinge Dinge ausrichtet von dem anderen Personen dementsprechend. Ich warte eigentlich nur auf den Moment, an dem sich einer von beiden so richtig verquatscht. Hallo Thilden.
Er meint, also, was hatte der kleine Speichellecker erzählt? Ich bin sicher, das war nichts als Lügen. Nun, er meinte, er wolle überhaupt keinen reinlegen. Und stattdessen sagt er, dass er mir mit eigenen Augen gesehen hat, wie du den Armstocker um die Ecke gebracht hast. Was tatsächlich erstaunlich ist, weil eben vorher hat er noch, glaube ich, gesagt, dass er einfach nur das Ding gefunden hat. Jetzt ist es schon ziemlich konkret geworden. Ich sag dir, dass der Junge ein Dieb oder ein Mörder ist. Und du glaubst mir nicht, wenn ich dir sage, dass der Bursche auch noch ein Anarchist ist, ein Mitglied der Revolutionsliga. Warum soll ich das glauben? Oder Lüge? Wenn das wahr wäre, würde ich dafür sorgen, dass er vor Gericht gebracht wird. Wahrheit? Wenn das wahr wäre, würde ich dafür sorgen, dass er vor Gericht gebracht wird. Warum soll ich das glauben? Ist der wichtige Punkt erstmal. Ein frommer Blick in seine Augen, weil ich das so sag. Weil ich gleich was sag, was einen Kriminellen aus mir macht. Aber ich sag's, damit Gerechtigkeit getan wird. Er macht eine Pause. Ich weiß, dass er ein Anarchist ist, weil er versucht hat, mich zu rekrutieren. Er und diese Ingenieurin Bedailin. Ich hab ihm gesagt, dass ich's tue, um ihn in eine Falle zu stellen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach mich die Nerven habe, dem armen Saros zu schaden. Ich habe es ihm im Stich gelassen und jetzt versuchen sie, die ihre Spuren zu verwischen. Darum wollen die mich kriegen. Die sind die Killer, nicht ich. Nehmen wir mal an, dass ich diese Geschichte glaube. Warum sollte ich dich nicht ebenfalls einsperren lassen? Was? Du beschuldigst mich, aber ich habe nichts getan, Dussel. Du hast den Falschen, bitte, ich habe nichts getan. Ich glaube mittlerweile tatsächlich irgendwie. Ich habe nur einen Scherz gemacht, Phil. Entspann dich und beantworte mir ein paar Fragen. Du willst antworten? Was denn zum Beispiel? Ja, nichts, aber ich kann gleich ein bisschen Erz haben. Und vielen Dank. Tut mir leid, aber ich finde das witzig, dass man irgendwie wieder Erz von ihm bekommen kann. Und wenn man das wirklich alles verkaufen kann, kann man vielleicht ein hübsches Sümmchen damit verdienen. Schon gut. Ich brauche relativ viele Heilgegenstände noch. Warte mal, einmal. Stopp. Oh Gott. Bevor ich jetzt wieder hochgehe. Erstmal speichern, dann hochgehen, dann mit Bedailin sprechen. Wichtiger Punkt. Thilden sagte, du bist ein Anarchist und hast versucht, in die Schuld an den Verbrechen zuzuschieben. Ihre Augen funkeln wütend auf, aber bereits kurz darauf zeigt ihr Blick nur noch von, Verachtung, sodass du fast glaubst, du hättest dich versehen. Ein Anarchist, dass ich nicht lache. Auf den Arm nehmen kann ich mich selber. Hast du noch ein paar richtigere Fragen auf Lager oder kann ich jetzt weiterarbeiten? Was sollte dieser Wutausbruch? Sie lächelt schwach. Dir entgeht wohl nichts, was? Sagen wir es so. Wie würdest du dich fühlen, wenn du zu Unrecht beschuldigt würdest? Und deshalb bin ich so wütend. Sie scheint es ehrlich zu meinen. Das kaufe ich übrigens nicht ab. Du hast leider keine andere Wahl, denn von mir kriegst du keine andere Antwort. Sie dreht sich steif von dir weg. Leb wohl. Habe ich nicht irgendeinen lustigen Zauber? Warte mal. Beruhigen, Blindheit, den Willen versenken? Die Stärke Unbild zu ertragen? Naja, das ist nicht das Richtige. Flammen suchen. Freunde! Der Charme, die Schönheit und das Charisma einer Person ist oft ihr Schlüssel zum Vertrauen von Fremden, mit denen sie dann Freundschaft schließen kann. Ja, wäre eine Möglichkeit, falls ich gar nicht weiterkomme. Momentan, glaube ich, laufe ich schon ganz gut. Was habe ich eigentlich für ein Charisma? Charisma 19 ist so verkehrt nicht. So, komme ich jetzt hier raus wieder? Ja, komme ich. Ich würde ganz gerne noch mit Saros sprechen. Der gerade im Gehen begriffen ist. Nein, mein Freund. Was hast du rausgefunden? Lässt du mich laufen? Nun, Thilden sagt, dass du und Bedailin Anarchisten seid und dass er versucht, ihm die Sache anzuhängen, weil er es abgelehnt hatte, bei euch mitzumachen. Saros erblasst. Sie hat damit nichts zu tun. Ich habe es allein getan, aber es war Thilden, der Abeldon ins Getriebe geschubst hat. Ich habe die Ahnen dort platziert, um zu zeigen, dass er dort war. Schließlich bin ich noch ein Kind und Kindern glaubt ja gewöhnlich keiner, was? Klar, das mit der Ahle war ich, aber ich habe es nur getan, damit er für sein Verbrechen auch bestraft wird. Ah. Dann werde ich eine Entscheidung treffen, wie ich es Keldor beibringen soll. Oder warum? Weshalb sollte ich nicht glauben, dass du dies tust, damit ihm ein anderes Verbrechen, heimzuzahlen? Hab mein Tagebuch auf den Stand gebracht. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber bitte, sprich doch mit ihm und berichte, was ich dir gesagt habe. Dann kannst du selber entscheiden. Das werde ich tun. Bleib du hier. Ich möchte mal kurz vorher mit Thilden sprechen. Und rausfinden, ob Thilden nicht doch der Mörder ist. Das dreht sich immer wieder hier. Das ist ja ein wunderbarer Krimi. Besser als jeder so Tatort. Gut. Thilden, wo bist du? Du bist der hier, nicht wahr? Genau. Was hatte der kleine Speichellecker erzählt? Ich bin sicher, das waren nichts als Lügen. Nun, er sagt, er hätte die Aale bei dem Toten gelassen, aber nur, weil er sicher gehen wollte, dass du mit dem Tod in Verbindung gebracht würdest. Er sagt, du bist ein Mörder und er möchte sicher gehen, dass du gefasst wirst. Alle Farbe weicht aus dem Gesicht des Aufsehers. Er hat zugegeben, dass er ein Anarchist ist? Ja.
Er scheint an der Ansicht zu sein, dass du eine Gefahr für alle um dich herum darstellst. Egal, ob es sich dabei um Anarchisten oder Göttermenschen handelt. Und er denkt, dass jemand dich ja aufhalten muss. Er ist bereit, seine eigenen Verbrechen zuzugeben, nur um sicher zu gehen, dass du vor Gericht kommst. Sein fleischiges Gesicht läuft vor Wut rot an. Du beschuldigst mich! Aber ich bin nicht der Mörder. Ich versuche nur, die Anarchisten zu entlarven, du Dussel. Verdammt, das kannst du mir nicht antun. Du kannst niemandem trauen, der behauptet, gesehen zu haben, wie ich es getan habe. Also kannst du auch nicht sagen, ich hätte es getan. Das ist eine seltsame Logik, aber okay. Dann würdest du das selber unter Eid und Zauber sagen? Ich wette, Saros würde. Oder? Saros gibt einen viel besseren Zeugen ab. Er ist überzeugender und er ist auch nicht so verhasst wie du. Ich wette, dass deine Geschichte stimmt und das werde ich auch Keldor sagen. Oder ich lasse euch beide verhaften. Wie schmeckt dir das? Leb wohl, Filden, wir werden uns nicht wiedersehen. Warte mal, würdest du es auch unter Eid und Zauber sagen? Mist, kann ich wenigstens meinen Kram packen und diesen Ort eins grinsen? Der alte Filden wird schon dafür sorgen, dass du es nicht bereust. Nur wenn du dich verflüchtigst, bevor ich bei Keldor bin, und da stehen deine Chancen eher schlecht. Oder nein, bleib hier und trage schlimmere Konsequenzen. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich dafür sorgen werde. Schönen Tag noch. Nee, ich sag das Zweite. Ich möchte jetzt nicht sagen, ach, du wirst noch viel schlimmer bestraft werden. Und nun spreche ich mit Keldor. Das klang doch bis jetzt gar nicht mal so schlimm. Aber die Frage, die ich mir immer noch stelle, ist das mit erledigt. Der Bedalin da oben. Weil sie so einen Wutausbruch hatte, ist wahrscheinlich auch Anarchistin. Also nicht, dass alle Anarchisten wütend wären, aber sie war irgendwie ertappt scheinbar. Keldor. Okay. Ja, okay. Nur du gehst bitte mal dahin. Keldor. Nun, hast du den Schuldigen für diese ruchlosen Verbrechen ausfindig gemacht? Hast du Beweise? Thilden hat die Tat begangen, aber Saros hat versucht, sie ihm Hans anzuhängen. Das Ganze ist ein Komplott der Anarchisten mit Saros als Drahtzieher. Nimm sie beide fest. Thilden hat das getan. Er hat Meinungsverschiedenheit mit Avildon gehabt und wollte Saros die Tat anhängen. Richte ihn hin. Ach, hinrichten gleich mal, okay. Also Saros ist ein Anarchist, der die Gießerei zerstören wollte. Er hat versucht, Thilden die Tat anzuhängen. Nun, da ich, also ich als Lars eine Affinität zum Anarchismus habe, mich damit lange Zeit auseinandergesetzt habe, würde ich ganz gerne tatsächlich die Anarchisten aus dem Spiel lassen. Aber gut. Thilden hat die Tat begangen, aber Saros hat versucht, ihm anzuhängen. Das Ganze ist ein Komplott der Anarchisten mit Saros als Drahtzieher. Ich muss aber sagen, jemanden einen Mord anzuhängen, ist auch nicht gerade die feine englische Art. Aber ich sehe, na gut, anzuhängen ist auch ein bisschen Quatsch. Saros hat ja nicht versucht, ihm anzuhängen. Phil hat er die Tat begangen, so ist es ja im Prinzip. Und das ganze Komplott von Anarchisten, das kann mir eigentlich erstmal egal sein, weil ich bin ja nicht auf der Seite der Anarchisten, bin auch nicht auf der Seite der Göttermenschen im Prinzip. Ich richte tatsächlich nur Thilden hin. Vielleicht kann man mit dem Anarchisten noch irgendwas machen. Unter anderem auch deswegen, weil ich vielleicht überlege, vielleicht kann man sich auch irgendwie in diese Richtung anschließen noch. Ist vielleicht eine Möglichkeit. Fände ich ganz interessant mal. Thilden hat es getan. So. Er schüttelt den Kopf. Thilden wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich vertraue darauf, dass deine Ermittlungen gründlich waren. Ich vertraue dir. Erlaube mir, die Wache zu rufen. Lass dir Zeit. Das Urteil scheint ihn traurig zu stimmen. Es ist vollbracht. Ich danke dir für die Durchführung der Ermittlungen. Du hast nur noch eine Aufgabe zu erfüllen. Sandos, Vater von Sarossa und Saros und eines unserer wichtigsten Mitglieder, ist von einer grauenhaften Reise zurückgekehrt. Er hat sich in ein Turmzimmer eingeschlossen und droht, sich umzubringen. Sprich mit ihm, bevor er bring ihn davon ab. Ich bin dabei. Leb wohl. Die Frage ist natürlich nur, wo ist dieses Turmzimmer? Ich werde übrigens kurz mal wieder auf die Balken umschalten, denn wenn mir richtig geschrieben wurde, wäre ich da wahrscheinlich eher darauf aufmerksam, falls eine kritische, falls jemand einen kritischen Wert erreicht. Wo genau ist Sandos? Warst du Sandos? Nee, du warst Neil Xander. Wo ist Sandos? Möglicherweise befindet er sich irgendwie unter Verschluss. Aber können wir vorher mit Saros nochmal sprechen? Genau. Danke für deine Barmherzigkeit. Ab jetzt werde ich auf dem Pfad der Tugend wandeln. In Ordnung? Klar, Saros. Würdest du mir ein paar Fragen beantworten? Erzähl mir was über die Anarchisten. Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Ich dachte, sie würden mir helfen und mein Leben bereichern. Doch stattdessen haben sie sich gegen mich gewendet. Wahrscheinlich müssen sie an sich selbst denken, wenn alle anderen gegen sie sind. Aber ich wollte doch dazugehören. Das widerspricht dem ganzen Sinn der Anarchie, Saros. Dort ist jeder auf sich allein gestellt. Das ist eigentlich nicht richtig. Deswegen
Das ist ja, das ist natürlich von außen immer so gedacht, dass Anarchie immer jeder kämpft für sich allein ist, aber das ist eigentlich völliger Schwachsinn. Anarchisten können genauso Gebilde oder soziale Gebilde formen wie jeder andere auch, wie auch Demokraten oder wie auch Monarchien oder was weiß ich was, aber deswegen werde ich es nicht anwählen. Sicher, du bist noch jung, du wirst es verwinden, beantworte nur ein paar Fragen. Also ich nehme an, Anarchisten sind in diesem Spiel eher negativ. Okay. Dann lasst uns mal woanders hingehen. Wir sollen in ein Turmzimmer gehen, einen Sandors holen. Okay, das kriegen wir vielleicht noch hin, aber ich glaube, wir sollten erstmal einen Schlitten machen und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.